Willkommen zurück zu Halo 3. Ich weiß nicht, ob ich es heute fertig kriege. Es sind noch drei große Missionen. Mal schauen, was noch so passiert. Wir müssen jetzt erstmal den Kartografen finden. Da sind wir kurz davor. Und ja, mal sehen, was der Gebieter uns noch so erzählt. Und wir schauen mal. Es lädt ja gerade ganz gut schnell. Und nicht so Ewigkeiten das letzte Mal. Oder nee, das vorletzte Mal, wo das Ding so fast 3 Minuten lang geladen hat. Das war echt ätzend. Nee, hier geht das gerade verhältnismäßig schnell. Und dann werden weiter kaffnend umgebracht. Oder wie es im Deutschen heißt, die Allianz. Was natürlich insoweit keinen Sinn mehr gibt, weil es inzwischen keine Allianz mehr ist. Gibt ja den Bürgerkrieg, die Eliten sind ausgetreten. Und die ein oder anderen auch seltsamerweise sind aber hier jetzt nur noch die Eliten auf unserer Seite. Der Rest versucht uns alles umzubringen. Also es hat so ein paar Continuity-Probleme. Aber das kennen wir ja. So. Wo ist man hier jetzt gelandet? Gar nicht mal so hübsch hier. Sterb. Guck mal. Wow. Da sind gerade einige draufgegangen, oder? Es war einfach nur unglaublich viel Explosion. Scheiße, ist all. Aber naja, wir haben jetzt 2 Waffen. Die komische Leuchtkugel ist immer noch da. Der Gebieter ist hier. Was kann da schon schief gehen, wenn die beiden unterwegs sind? Wir haben übrigens einen neuen Halo-Dauer-Fan. Mal sehen, ob er uns treu bleibt. Wenn das Halo-Let's Play endgültig beendet ist. Ob er dann zu Red Dead Redemption wechselt oder bei Assassin's Creed guckt, weil er uns einfach toll findet. Oder ob er uns dann verlässt. Ich bin da sehr gespannt. Schön fände ich es natürlich, wenn er uns bei erhalten bleiben würde. Er kommentiert immer ganz nett. Und Kommentare sind das A und O auf YouTube. Ein YouTube-Kanal ist nichts, wenn seine Viewer nicht auch kommentieren. Das vergessen ja viele YouTuber immer, dass sie dann auch wirklich mit ihren Abonnenten kommunizieren. Mit kommunizieren, das ist das Wichtige an einem YouTube-Kanal. Los, er braucht ihre Bestätigung. Gut, dann aktivieren wir den mal und dann erzähle ich weiter was zu YouTube. Also eigentlich ganz nett aus. Wir sind jenseits des Rands. 2 hoch 18 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum, um genau zu sein. Was naja, so genau ist das jetzt nicht. Das ist die Arche. Ich dachte immer, sie wäre Teil der Schildinstallation. Aber ich lag wohl daneben. Zum ersten Mal. Gar nicht. Zwar verfügte ich über die Kenntnis über Installation 04, doch beschränkten meine Schöpfer mein Wissen aller anderen strategischen Anlagen. Kompartimentierung, falls ich je in die Hände der Flat fallen würde. Können Sie sagen, wo genau wir sind? Hier. Der Prophet. Nahe einem der supraluminalen Kommunikationszentren, fürchte ich. Bedauerlich. Der Meddler hat eine Barriere ausgelöst. Einen Verteidigungskreis um den Archenkern. Na dann. Sind die uns, oder? Wie komisch, dass meine Schöpfer so umfangreiche Verteidigungsmaßnahmen um einen einzigen... Oh Mann. Was ist das? Oh Mann. Phantom. Smart, los. Wir müssen hinter die Barriere. Oder kommt die Waffe auf einmal her. Ja. Gut. Also wie gesagt, was YouTube anbelangt, wenn man nämlich nicht kommentiert, dann fühlen sich die Zuschauer schon ein bisschen verarscht.
Und zwar zu Recht. Und dann kann man auch Fernsehen gucken, wo Leute nicht auf die eigene Meinung hören. YouTube will ja genau das Gegenkonzept zum Fernsehen sein. Und entsprechend dem muss sich das Ganze dann auch verhalten. So, jetzt hole ich mir hier mal einen neuen Brute-Shocker. Stirb! Und dann schauen wir mal. Nicht nur das Protokoll verlangt zu handeln, meine Lebensenergie reißt da auch. So, gut, jetzt habe ich hier wieder so eine. Das ist immer gut. Jetzt kommt berühmtes Halo-Backtracking für ganz kurzen Moment, aber nur noch. Das ist nicht mehr so viel. Ja, also wie gesagt, YouTuber, falls ihr auch einen Kanal habt, während ihr das hier guckt, kommentiert. Wichtig. Antwortet auf die Kommentare. Das ist ganz, ganz... Ach, scheiße, hier ist eine Wand. Das ist ganz, ganz wichtig. High Five macht das unglaublich gut. Und auch GameTube macht das gut. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, so bei Gronkh, bei den großen YouTubern, die lassen das echt immer so ein bisschen aus. Was ich sehr schade finde. Kommunikation, die stellen dann nur besondere Sachen dann auf ihrer Facebook-Seite vor. Klar, ab einer gewissen Größe kann man nicht mehr jeden Kommentar erwidern. Sagt sich dann ganz leicht, so als kleiner YouTube-Kanal wie wir, ja dann kommentiert das alles doch so mal, wo schießt der denn auf mich? Den hol ich mir, ja. Hier, irgendwo ist er doch. Ah, da. Sind alle getarnt. Was soll das denn? Ah, doch eben wieder. Na, egal. Egal. Geht auch so. Können auch einfach weitergehen. Die Waffe hält nicht mehr so viel aus. Und dann passt das. Ja, übrigens, das ist jetzt die erste Aufnahme nach meinem Urlaub. Bin mal gespannt, was ich alles zusammenschneiden kann aus den ganzen Videos, die ich zusammen mit Frau gedreht habe an der Kamera. What? Ein schlecht gelaunter Hammer-Typi. Der tatsächlich geschafft hat, uns umzubringen. Ja, also da werde ich auf jeden Fall ein großes Urlaubsvideo zusammenschneiden. Wir haben auch ganz, ganz viele Bilder gemacht, die definitiv nicht im normalen Urlaubsvideo auftauchen werden. Also gibt es auch einen Trash-Talk. Ich werde dann auch Zeit mit den anderen finden. Das tatsächlich dann auch hinkriegen zeitlich. Aber das wird es alles geben. Dann auf unserem Hauptkanal. Warum prallt es denn an dem ab? Scheiße. Brandgranate? Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Hurenkind! Du hättest den geschafft? Im Leben nicht. Jetzt eiskalt versagt. Okay, jetzt wird die Script-Sequenz ausgelöst. Lustig. Ich finde es so lustig, dass du hier die Jetpacks von denen nicht abnehmen kannst. So. Brute-Shocker. Könnte ich den gerade wieder abnehmen? Ja, bleibt mal hier. Arschkrampe. Arschkrampe 86, der Fettsack da. Ich reiße dich ein Stück, das halte ich für ein Gerücht. Dein Kollege mit dem Hammer, der hat's geschafft. Aber ihr, ne? Wo soll er jetzt hin? Da
oben, ne? So ein Problem hatte ich das letzte Mal auch. Er hat sich dann als irgendwo versteckt, hat sich dann irgendwann irgendwo verkeilt. Und dann war Ebbe. Gut, der hat jetzt hinter sich. Warte mal, dem kann ich die Waffe abnehmen. Sehr schön. Müsste jetzt eigentlich auch so langsam die Stelle kommen, wo man mit diesen kleinen Mini-Pelikans da unterwegs ist. Die da hinten so fliegen. Da diese fliegenähnlichen Viecher. Müssten die jetzt nicht so langsam kommen? Commander. What? Den hab ich. Nein, nicht schießen. Sie schaden uns nicht. Die Einheiten haben eine Priorität. Oh ja. Und was könnte das sein? Ich weiß es nicht. Nicht sicher. Aber wenn ich ein anderes Terminal finde, näher am Kern. Wir müssen den Propheten im Auge behalten. Was ist mit Ihrem Konstrukt? Ihre Lösung gegen die Flat? Mit mehr Daten könnte ich vielleicht... Nothing else matters. Metallica. Ich finde es cool mit dem Wasser, was da so runterstürzt. Das ist schon immer fesch. Aber Halo ist immer fesch. Immer eine geile Spielerei. Ja, nächstes Hauptlevel. Jetzt sind wir bei dem Level Die Allianz. Und ja, wie gesagt, sind noch drei Stück. Hier, das Level ist relativ kurz. Also es kann sein, dass ich es heute durchkriege. Mal schauen. Ein bisschen Geleitschutz haben wir ja. Grün angestrichen. Also lila, böse, grün, gut. Angriff. Ja, das müsste die Mission sein, wo es dann dazu kommt gleich. Brace yourself, winter is coming. Los, los, los. Wuhu! Wir haben wieder ein, wer ist dieses Ding? Spartan Laser. Das war eine coole Mission. Die habe ich gern gespielt. So, der ist draußen. Ach, ich hatte eine Granate dagegen. Warte mal, ich habe doch auch eine Alternativgranate. Guck. So. Was geht denn hier ab? Hab ich voll geschützt? Was soll das denn? Scheiße, das ist nicht gut. Aber ihr habt's auch nicht besser. So, irgendwie langsam mal einen Punkt finden, wo ich Pause machen kann. Was hat der denn da? Warum sollte ich? Warum sollte ich das denn übernehmen wollen? Ja, gut, hier ist jetzt Ruhe. Das ist also ein guter Punkt, um kurz eine kleine Pause zu machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, tschüss, macht's gut, bis dann.